Herzlich willkommen in die Runde. Mein Name ist Felix Litschauer. Ich bin Referent für globale Gesundheit bei Medico International und habe die Ehre, heute dieses Webinar zur internationalen Abwerbung von Gesundheitsfachkräften zu moderieren. Und bevor wir loslegen, ein paar Informationen zum Ablauf. Sie haben es gerade schon gehört. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen und es wird dann auch danach auf der Website der Deutschen Plattform für globale Gesundheit zu sehen sein. Wir werden jetzt gleich einen kurzen Input unserer drei ReferentInnen hören. Dann werde ich nochmal die Gelegenheit nutzen, an bestimmten Punkten nochmal nachzuhaken und dann werden wir die Diskussion für die Teilnehmenden öffnen. Sie haben natürlich trotzdem jederzeit die Möglichkeit, Ihre Fragen und Kommentare schon im Chat zu stellen. Und meine Kollegin Frauke Heller, die ebenfalls auch Gesundheitsreferentin bei Medico ist, wird einen Blick auf den Chat haben und die Fragen dann auch für die Diskussion dann praktisch später einbringen. Wir haben darüber hinaus noch Unterstützung von meinem Kollegen Nathanael Reuschel, der die Technik im Hintergrund betreut. Also falls Sie da Fragen haben, einfach direkt an ihn wenden. Und wir haben uns für dieses Webinar allerhöchstens 1,5 Stunden angesetzt. Das heißt, falls wir weniger Zeit brauchen, ist das okay. Dann können Sie und wir früher in Feierabend, wenn genau, und länger wollen wir aber auf keinen Fall machen. So, dann würde ich sagen, legen mal los. Wie gesagt, ich sitze hier für Medico International, aber ich sitze hier auch mit einem zweiten Hut noch, nämlich als Mitglied der Deutschen Plattform für globale Gesundheit, kurz DPGG. So, und was ist die DPGG? Das ist ein Zusammenschluss von Akteurinnen aus Wissenschaft, aus Sozialverbänden, aus Gewerkschaften, von Aktivistinnen, von NGOs. Wir haben uns 2015 zusammengetan unter dem Duktus Global Health Starts at Home. Also mit der klaren Zielsetzung, dass sich in einer globalisierten Welt eben gesundheitspolitische und ökonomische Entwicklung nicht nur mit einer nationalstaatlichen Brille betrachten lassen, sondern es gilt, globale Zusammenhänge herzustellen. Und in diesem Sinne haben wir unser aktualisiertes Papier zum Thema Fachkräftemigration im Gesundheitswesen erarbeitet, mit dem wir uns schon 2017, also vor 6 Jahren, zu Wort gemeldet haben, denn kaum in einem anderen Bereich der Gesundheitspolitik kristallisieren sich globale Zusammenhänge und damit auch globale Machtgefälle so heraus wie bei der Migration von Gesundheitsfachkräften. Ja, worum geht's? Der Bundestag hat, das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, in der letzten Woche ein überarbeitetes Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet und die Stoßrichtung war ganz klar, Hürden für sogenannte Fachkräfte, insbesondere auch im Gesundheitswesen, sollen gesenkt werden. Und gleichzeitig erleben wir ja gerade die größte Beschneidung des Rechts auf Asyl seit dem sogenannten Asylkompromiss vor 30 Jahren mit wahrscheinlich Internierungslagern an den Außengrenzen, mit der massiven Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten und so wird auch de facto das Recht auf Asyl in Europa abgeschafft. Und die Strategie hinter diesen Entscheidungen ist relativ deutlich, nämlich dass die europäischen Staaten allen voran Deutschland kontrollieren und selektieren wollen, wer migriert. Direkt nutzbare, weil eben durch ihre Ausbildung in den Herkunftsländern kostengünstige, sogenannte qualifizierte Menschen sollen in den Branchen eingesetzt werden, wo ein Bedarf an Arbeitskraft wahrgenommen wird. Und das ist insbesondere in den Einrichtungen der medizinischen Versorgung der Fall. Und der Bedarf an Pflegepersonal, an Ärztinnen scheint riesig. Das ist Ihnen allen sicherlich bewusst. Und das führt dann dazu, dass die Bundesregierung auf Werbetour, man kann es nicht anders nennen, geht in Ländern wie beispielsweise dem Kosovo, damals noch Gesundheitsminister Spahn, oder im Februar Ghana, wo Entwicklungsministerin Schulze und Arbeitsminister Heil waren. Beides übrigens auch sichere Herkunftsländer, die die Anerkennung als Geflüchtete aus diesen Ländern de facto unmöglich machen. Oder jetzt vor kurzem auch Brasilien, wo Außenministerin Baerbock und Herr Heil waren und wo sich, das haben wir im Vorgespräch gerade noch mal erfahren,
auch inzwischen Widerstand aus der Zivilgesellschaft regt gegen diese Anwerbepraxis. Und das Versprechen, das die Herren Ministerinnen und Minister im Gepäck haben, ist ein Gewinn für alle, nämlich einmal für die Pflegekräfte in Form von Verdienst, von legalen Migrationsmöglichkeiten, einmal für die Herkunftsländer in Form von Rücküberweisung, in Form von Ausbildungspartnerschaften und natürlich auch für das deutsche Gesundheitssystem in Form von der notwendigen Arbeitskraft. Und wir haben diese sehr rosige Analyse damals schon scharf kritisiert und das wollen wir auch heute wieder tun mit diesem Webinar und haben das in unserem Positionspapier auch schon gemacht, auf dem dieses Webinar aufbaut. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir zu diesem Anliegen heute mit drei langjährigen Mitgliedern auch der Deutschen Plattform für globale Gesundheit uns austauschen können. Genau, ich möchte unsere drei Referentinnen kurz vorstellen. Wir haben einmal Frau Dr. Tine Hanrieder. Tine, du bist Professorin für Health and International Development am Department of International Development der London School of Economics. Und du beschäftigst dich in deiner Forschung insbesondere mit globaler Gesundheitspolitik, mit Gesundheitsfürsorge und Migration im Gesundheitswesen. Santosh Mahindrakar, du bist von Beruf Krankenpfleger und du hast deine Doktorarbeit inzwischen erfolgreich verteidigt. Deswegen kann ich dich jetzt auch offiziell Dr. Santosh Mahindrakar nennen. Deine Arbeit war zur politischen Analyse von menschlicher Arbeitskraft im Gesundheitswesen. Und du bist seit mehr als 10 Jahren aktiv in verschiedenen progressiven Gesundheitsorganisationen wie dem People's Health Movement und kämpfst für eine strukturelle Verbesserung von Gesundheitssystemen, auch insbesondere im Bereich der Arbeitsbedingungen für PflegerInnen. Und du bist eben seit 2018 Krankenpfleger in einem staatlichen Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Karen Spangrebs, du bist Ärztin. Du warst sehr, sehr lange beim Medibüro in Hamburg aktiv und du arbeitest für den Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte mit an dem Projekt Pillars of Health, zu dem du gleich später auch noch mal kurz selbst etwas sagen wirst. Wir haben ja also heute wirklich ein geballtes Fachwissen zu genau dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit euch. So, ich würde vorschlagen, wir fangen mit dir, Tine, an. Wir haben ja mittlerweile eine Situation, dass Tausende Pflegekräfte und Ärztinnen, insbesondere aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, im deutschen Gesundheitssystem beschäftigt sind. Und Deutschland wirbt ja auch aktiv ab aus Ländern wie Vietnam, aus Tunesien und den Philippinen, aber auch besonders eben aus Osteuropa, Beispiel Bosnien-Herzegowina, wo 17.000 bosnische Pflegekräfte herkommen, die in Deutschland arbeiten. Und das sind ja praktisch beinahe genauso viele wie in Bosnien selbst mit 19.000 Pflegekräften. Deswegen meine Frage wäre an dich so aus einer globalen Perspektive, was bedeutet das für die Herkunftsländer, wenn Deutschland auf so eine Werbetour geht für Fachkräfte im Gesundheitssektor? Welche Folgen hat das für deren Gesundheitssysteme? Okay, danke schön. Ja, dann nutze ich meine Antwort auch zu einer Einführung, so aus meiner Rolle raus, aus Gesundheit und Entwicklungspolitik und dass ich seit diesem akademischen Jahr auch ganz vertieft forsche zur Migration und Gesundheit. Und ich möchte einfach nochmal daran erinnern, du hast schon die Migrationssituation wachgerufen in unserem Kopf, was so die Lage ist in Entwicklung und Gesundheit. Jetzt nach einer großen Pandemie, die am Abklingen ist, mit Krieg und verschiedenen Wirtschafts- und Schuldenkrisen, ist es inzwischen klar, dass die Erreichung der Sustainable Development Goals in weite Ferne rückt und gerade Entwicklungs- und Schwellenländer große Probleme haben, das Recht für Gesundheit zu sichern, auch nur in Grundzügen. Und dass diese Krisen besonders zu Lasten der Gesundheitsarbeiterinnen in den Ländern gehen, und zu Lasten verwundbarer Gruppen, die angewiesen sind auf öffentliche Dienstleistungen, das haben wir in der Pandemie auch gelernt. Also Menschen in unterversorgten ländlichen Regionen oder Frauen, die im öffentlichen Sektor arbeiten oder doppelte Sorgearbeit leisten müssen, wenn dieser Sektor nicht funktioniert.
Gerade in Entwicklungsländern arbeiten dann die Frontline-Workers oft in dramatisch unterbesetzten Einrichtungen, leiden an Burnout und können, sofern sie einen richtigen Lohn erhalten, davon oft mehr schlecht als recht leben. Das ist so das Problem. Es gibt verschiedene Schätzungen an der Gesamtzahl der Arbeiterinnen und Arbeiter, die den Gesundheitssektoren weltweit fehlen. Aber die sind, egal wie sie genau ausfallen, immer im hohen Millionenbereich. Die Global Burden of Disease Study, die aus Seattle kommt, die schätzt den Mangel auf 30 Millionen. Und dann muss man dazu sagen, das ist eine Schätzung, die immer noch nicht den vollen Universal Health Coverage Index, sondern einen Anteil ansetzt, was eben an Gesundheitsfachkraft da sein müsste, um elementare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Auch noch so als globaler Blick, besonders stark vom Mangel an Fachkräften und Gesundheitsarbeiterinnen betroffen sind Afrika und Asien, aber auch viele andere Länder, Jamaika und zunehmend der Mittlere Osten. Es ist aus gesundheits- und entwicklungspolitischer Sicht keine Frage, dass die Stärkung der Gesundheitssysteme und damit auch Entwicklung unbedingt eine Investition in die Arbeiterinnen und deren Arbeitsbedingungen sein muss. Doch was zum Beispiel die WHO berichtet hat, was ihr wiederum die Länder berichtet haben, ist, dass während der Corona-Pandemie die ärmeren Mitgliedstaaten sich beklagten, dass die Abwerbeaktivitäten der Industrieländer zugenommen haben und Einreiseerleichterungen für Gesundheitspersonal vorgenommen wurden. Vermittlungsagenturen, Politikerinnen und Arbeitgeberinnen und Einrichtungen greifen seit Jahren zur Methode der Auslandsrekrutierung, um selber Mängel zu decken, und sie haben weitere Einreiseerleichterungen erlassen. Und zu diesen Ländern gehört eben auch Deutschland. Engpässe im Pflegesektor sind ja jetzt in aller Munde und Auslandsrekrutierung soll das lindern. Und so kann Deutschland dann von der dramatischen Lage und den Krisen der Gesundheitssysteme in anderen Ländern profitieren. Deutschland spart sich damit die Ausbildungskosten für das Personal, bietet eine Einreisemöglichkeit und ich finde, man könnte auch sagen, hält so hier das Gesundheitssystem mit geringstmöglicher Investition am Laufen. In den letzten 10 Jahren gab es dann nochmal einen richtigen Schub, dass die Bundesregierung Einreiseerleichterungen nicht erst mit dem letzten Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sondern verschiedenen anderen Gesetzesreformen und eben diesen zahlreichen Abkommen mit Herkunftsländern dafür gesorgt hat, dass es einfacher wird, gerade Pflegepersonal nach Deutschland zu bekommen. Prominent ist etwa das sogenannte Triple-Win-Abkommen, aber es gab auch Anschubfinanzierungen für den privaten Rekrutierungsmarkt, für Agenturen, die aktiv sind bei der Anwerbung. Dann werden auch deutsche Botschaften im Ausland, Goethe-Institute oder Außenhandelskammern alle mit einbezogen und mobilisiert für diese Anwerbung. Ein anderer Trend noch ist, was wir auch mitbekommen, ne, ist, dass der Blick sich zunehmend über Europa hinaus richtet. Also klar, es gibt Zuwanderung aus EU-Ländern, aber gerade seit 2016 mit der Westbalkan-Regelung ist die Einreise für Pflegekräfte aus Ländern wie Serbien, Montenegro, Kosovo, Bosnien und Herzegowina vereinfacht worden und dann noch teils unterstützt durch Abkommen, etwa mit Bosnien. Du hast schon gesagt, Felix, was das dann bedeutet, dass fast ein Drittel der in Westbalkan registrierten Pflegekräfte nun in Deutschland arbeitet. Aber jetzt gibt es eben auch zahlreiche Abkommen mit weiter entfernten Ländern, Philippinen, Tunesien. Und viele von diesen Abkommen wurden auch inmitten der Pandemie abgeschlossen. Brasilien, Kolumbien, Indonesien, Jordanien, Kerala, Bundesstaat von Indien, Mexiko, alle 2021/22. Entsprechend, man kann auch sehen, dass die Zahl der ausländischen Pflegekräfte in Deutschland stark steigt in den letzten 10 Jahren und auch in der Pandemie weiter anstieg. Der Anteil der nicht aus Europa zugewanderten Fachkräfte ist anteilsmäßig auch gewachsen in dieser Auslandspflegekraftanteil und insgesamt wird geschätzt, ca. 200.000 Pflegekräfte sind im Ausland ausgebildet und arbeiten in Deutschland. Wir sollten noch mal daran erinnern, dass die Partnerländer in den bilateralen Abkommen, das sind alles Länder, die über eine sehr, sehr deutlich geringere Fachkräftedichte verfügen als Deutschland. Am besten noch so Bosnien und Brasilien, die kommen knapp so an die Hälfte von dem, was wir hier haben, aber dann wird es auch immer schlechter. Es wird auch gern mal darauf verwiesen, dass viele Länder für den Export ausbilden oder Überschuss ausbilden, Philippinen zum Beispiel.
Aber auch dort sei daran erinnert, dass das Gesundheitsministerium letzten Herbst von 100.000 fehlenden Pflegekräften berichtet hat in den Philippinen. Und dieser Mangel trifft dann wieder zuerst die Schwächsten und Marginalisiertesten der Gesellschaft, wenn zum Beispiel ländliche Kliniken schließen müssen. Und es fehlen vor allem die erfahrenen Arbeiterinnen und Arbeiter, die besonders gern abgeworben werden und die auch die Ausbilderinnen wären für die Nachkommen oder die Organizers. Trotzdem stellt die deutsche Bundesregierung die Vorteile der Auslandsrekrutierung in den Vordergrund. Die Rede ist von Potenzialen auf Arbeitsmärkten in Herkunftsländern, viele junge Leute, und von gar arbeitslosen Fachkräften. Abkommen werden auch gern mit den Arbeitsagenturen der Herkunftsländer abgeschlossen und nicht mit den Gesundheitsministerien oder den Akteurinnen, die berichten könnten von Unterbesetzung und Burnout und fehlendem Gesundheitspersonal und die da sicher eine andere Perspektive hätten. Und immer wird auch gern darauf verwiesen, Rücküberweisungen der Migrierten an die Herkunftsländer als ein Gewinn für die Herkunftsländer. So zahlen zum Beispiel die Philippinen seit den 70er Jahren ihre Auslandsschulden, auch mit Hilfe von Rücküberweisungen. Es hat aber noch niemand beobachtet, dass etwas davon im Gesundheitssektor angekommen sei. Und es ist entwicklungspolitisch eigentlich klar, dass das nicht das Mittel ist, um Länder aufzubauen und Entwicklung zu stärken. Es hält gerade die Länder so über Wasser. Und dann kommt auch noch dazu, dass so wie das gerade gemacht wird mit der Abwerbung ins deutsche Gesundheitssystem, ist das, die Leute langfristig gebunden werden sollen und ihre Familien nachbringen sollen und loyal für immer den hiesigen Arbeitgebern zur Verfügung stehen sollen, am besten mit Familien. Das heißt, auch die Idee, das soll zurückgegeben werden, wird tendenziell aus dem Raum genommen. Letztlich möchte ich noch sagen, neben der Rhetorik von Win-Win-Win oder Triple-Win ist auch der Begriff der fairen oder ethischen Abwerbung jetzt weit verbreitet, wenn auch nie so genau definiert. Die WHO und viele andere internationale Organisationen vertreten diesen Ansatz der fairen Abwerbung. Viele haben wahrscheinlich vom WHO Code of Practice gehört, von 2010. In Deutschland gibt es, um dies zu untermauern, ein rein freiwilliges Gütesiegel für private Rekrutierer als ethische Rekrutierer. Ethik ist hier verstanden als Schutz der Migrierenden vor Ausbeutung, um es mal zusammenzufassen. Das ist eigentlich unverhandelbar und sollte nicht freiwillig sein oder ein Zertifikat, das man sich als extra zulegen kann oder auch nicht. Und außerdem fehlt in dieser Konzeption von Ethik das Recht auf Entwicklung in den Herkunftsländern und jeglicher Gedanke von Gegenleistungen und Unterstützung vor Ort. Also kurzum, meine Sicht ist, wenn man sich überlegt, wie Gesundheitssysteme weltweit gestärkt werden können, fällt einem oder einer sicher nicht zuerst internationale Fachkräfteabwerbung ein. Und wir haben das ja auch im Positionspapier klar gemacht. Und Personen, die vor der Entscheidung stehen, zu migrieren, haben oft einfach keine gute Alternative im Heimatland und tragen dann die doppelte Last von Migration, den damit verbundenen Risiken und hohen individuellen Kosten, die es Santosch viel besser wird ausdrücken können. Und während die Bundesregierung dieses Jahr eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik beschlossen hat, ist das derzeitige Vorgehen im Bereich Gesundheitspersonal und überhaupt Gesundheitssektor mit diesem Credo nicht vereinbar. An der Stelle schließe ich. Ja, vielen Dank, Tina. Ich habe mir schon ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ich später gerne nachhaken würde. Würde aber gerne vorher zu dir, Karen, kommen. Wenn man sich das anhört, was Tine sagt, ist das ja wirklich eine sehr, ich sag mal, global ungerechte Situation. Aber aus Sicht einer deutschen Bundesregierung würde ich jetzt sagen, okay, aber wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen die Leute aus dem Ausland holen und wir brauchen Abwerbung als notwendige Lösung. Und gleichzeitig sprechen aber ja auch Studien von 500.000 ausgebildeten Pflegekräften, die ihren Beruf nicht ausüben. Was würdest du sagen? Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Und gerne nochmal, bevor du dazu was erzählst, vielleicht kannst du kurz erklären, was das Projekt Pillars of Health ist. Das würde zum Verständnis auch noch beitragen. Danke. Ja, danke Felix und Tina.
Ja, genau. Das Projekt Pillars of Health ist ein europäisches Projekt zu Gesundheitsfachkräftemigration, wo wir seit einem Jahr als Verein demokratischer ÄrztInnen Projektpartner sind, gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen aus den Niederlanden, Rumänien und Serbien, wo es eben so ein bisschen darum geht, Perspektiven aus tendenziell Herkunftsländern und tendenziell Zielländern auszutauschen. Genau, und sich eben zu dem Thema auszutauschen. Und so kamen wir als VDE auch dazu, uns mehr mit dem Thema Gesundheitsfachkräftemigration und Abwerbung auseinanderzusetzen. Genau, wir sind ja prinzipiell, wie der Name Verein Demokratische Ärztinnen schon sagt, eine ärztliche Organisation, verstehen uns aber immer als kritische Plattform für gesundheitspolitische Diskussionen und treten für ein gerechtes Gesundheitssystem ein für alle Berufsgruppen und auch für die PatientInnen. Und aus dieser Perspektive setzen wir uns natürlich schon lange mit strukturellen Problemen im deutschen Gesundheitssystem auseinander. Und deshalb, genau, ist es auch in dem Kontext, stellen wir das total in Frage, dieses Narrativ, dass internationale Abwerbung hier irgendwie die Personalprobleme im deutschen Gesundheitssystem lösen kann. Und das, genau, das ist auch zu dieser Diskrepanz, die du beschrieben hast. Also ich glaube, du hast auf die Studie Ich pflege wieder, wenn angespielt, oder das ist zumindest eine, die ich immer total aufschlussreich finde. Das ist so eine Potenzialanalyse, die von verschiedenen Arbeitnehmerkammern, ich glaube, letztes Jahr gemacht wurde, die eben tatsächlich ganz viel Pflegekräfte befragt haben, die entweder nicht mehr in ihrem Job arbeiten oder aber auf Teilzeit reduziert haben. Und davon sind ganz, ganz viele eigentlich wieder bereit, auch wieder in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten oder auch wieder aufzustocken, wenn eben bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Und das, ich glaube, der Punkt, das ist eben total wichtig. Also in Frage stellen, ob wirklich die Leute in Deutschland fehlen, es einfach nicht diese Menschen gibt, die diesen Beruf machen können, oder ob es nicht eigentlich einfach daran liegt, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind momentan, dass das niemand machen will oder dass es viel zu wenig Leute machen wollen. Und da setzen wir uns als VDE natürlich schon lange mit auseinander. Wir sind ja auch gemeinsam mit Verdi zum Beispiel im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik, was sich mit einer Kritik am DRG-System, also an diesem fallpauschalen Abrechnungssystem im stationären Sektor in Deutschland befasst. Und da genau analysieren wir und beobachten wir die Entwicklung im deutschen Gesundheitssystem schon lang und sehen einfach, dass zum Beispiel seit dieser Einführung der DRGs vor 20 Jahren das eben zu einer enormen Ökonomisierung im deutschen Gesundheitssystem geführt hat, auch ermöglicht hat, dass es zu Privatisierung von vielen Kliniken kam und dass damit einfach die Arbeitsbedingungen wirklich enorm verschlechtert wurden. Ein Hauptproblem, glaube ich, was die meisten berichten, ist einfach schlicht die Arbeitsdichte. Also das ist eine Arbeitsdichte in deutschen Krankenhäusern, die einfach kaum mehr zu bewältigen ist. Das liegt zum einen an so einer Fallzahlausweitung, die eben durch so ein Abrechnungssystem wie das DRG-System und durch so eine Ökonomisierung ermutigt wird, weil es damit natürlich zu einem Umsatzplus kommt und damit auch dann mehr Profite erwirtschaftet werden können. Das heißt, es werden auch medizinisch nicht notwendige Leistungen erbracht und gleichzeitig steht natürlich das Personal auf der Kostenseite und das heißt, am Personal wird gespart. Gerade am Pflegepersonal wurde viel gespart. Die wurden zu Beginn nach Einführung der DRGs tatsächlich sogar, wurden Pflegestellen wirklich erstmal bewusst abgebaut. Und damit wurde so ein Teufelskreis in Gang gesetzt, dass eben die Arbeitsverdichtung immer weiter gestiegen ist und dass dann eben Leute auch frustriert aus dem Job ausgestiegen sind. Die Arbeitsdichte wird noch höher und noch mehr Leute steigen aus dem Job aus. Genau, das heißt, wenn wir momentan uns den Stand des deutschen Gesundheitssystems angucken nach 20 Jahren DRG, dann, ich glaube, das ist jetzt auch niemandem was Neues. Das ist im Moment sehr kritisch oder in einer großen Krise. Viele Krankenhäuser stehen vorm Bankrott. Es ist wirklich Personalmangel, ist überall das Nadelöhr, was die Versorgung tatsächlich auch gefährdet in manchen Kliniken und in manchen Fachbereichen, wie der Pädiatrie speziell. Und genau da ist einfach, müssen wir stark in Frage stellen, wie jetzt die internationale Abwerbung von neuen Kolleginnen diese strukturellen Probleme lösen soll.
Und da würden wir sagen, das geht gar nicht. Also da müssen strukturelle Lösungen her. Tine meinte vorhin, dass mit der Abwerbung quasi Investitionen ins deutsche Gesundheitssystem so gering wie möglich gehalten werden. Aber damit drückt man sich auch einfach um strukturelle Veränderungen, würde ich sagen. Also das ist das ist so eine Möglichkeit, so eine Scheinlösung zu schaffen, die aber letztendlich nichts bringen wird. Ich würde sagen, wenn weiterhin strukturell nichts geändert wird, dann werden auch die neuen Kolleginnen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, sehr schnell frustriert sein. Es gibt ja bereits Erfahrungsberichte von im Ausland ausgebildeten Kolleginnen, die nach Deutschland abgeworben wurden. Die sind im besten Fall durchmischt, würde ich sagen. Also da gibt es einige, die auch schon wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt sind. Es gibt manche, die migrieren weiter, gerne in englischsprachige Länder dann zum Beispiel, weil sie an der deutschen am Spracherwerb auch scheitern. Und es gibt auch einfach viele Berichte, dass es den Leuten nicht unbedingt gut geht in Deutschland, dass sie auch unter den Arbeitsbedingungen leiden, dass sie unter Rassismus leiden. Und von daher glaube ich auch einfach nicht, dass so viele kommen werden, wie sich das die Bundesregierung vielleicht verspricht, und dass sie dann auch überhaupt bleiben werden. Momentan ist es so, dass auch dieses ganze Problem der Integration dann zulasten der Gesundheitsfachkräfte geht, also sowohl der Angeworbenen als auch der in Deutschland Ausgebildeten, weil da viel zu wenig getan wird und unter den eh schon angespannten Bedingungen, die sich dann noch irgendwie miteinander arrangieren müssen, ohne dass da vom Arbeitgeber viel geholfen wird. Ich glaube, da kann Santosch gleich noch mehr dazu sagen. Genau, und in Anbetracht all dessen kann das einfach nicht die Lösung sein und wird so nicht funktionieren, sondern wir versuchen gerade ein Problem, was wir in Deutschland haben, abzuwälzen auf eigentlich ein gesellschaftliches Problem hier, auf Leute, die eben bisher noch nicht Teil unserer Gesellschaft waren, und denen jetzt eine Aufgabe zu übergeben, die hier keiner mehr machen will, das kann so nicht klappen. Okay, danke, Karen. Du hast ja selber schon erwähnt, Santosch kann da mehr dazu erzählen. Deswegen jetzt fließender Übergang zu dir, Santosch. Also Pflegekräfte und Ärztinnen aus dem Ausland sind ja praktisch offensichtlich in den Tätigkeiten beschäftigt, die vor ihnen in Deutschland ausgebildete KollegInnen schon frustriert verlassen haben. Und wo es jetzt an Personal fehlt, aus deiner Perspektive als langjähriger Gesundheitsaktivist und aus deiner Erfahrung als migrierter Pfleger, was sind die Probleme, mit denen ihr konfrontiert seid? Danke, Felix, für diese Vorstellung und danke, Tina und Karin. Für eine Situation haben beide gut berichtet und wie das Situationen in Krankenhäusern oder in Gesamtkranken unser Gesundheitssystem. Danke dafür. Ich versuche mit meiner gebrochenen Deutsch etwas mehr erzählen, was das Ausländerpfleger gefühlt. Was ich manchmal habe ich etwas nicht gut erzählt oder nicht, haben Sie nicht gut verstanden. Ich habe versucht, meine Erfahrungen, andere Kollegen Erfahrungen in einer Blog schreiben. Das vielleicht haben Sie auch oder sonst ich das kommt auch in Chatbox, können Sie auch später lesen. Okay? So, was heißt Ausländerpflege? Ich weiß, in Deutschland und gehen Sie in eine Geriatriestation, da sehen Sie mehr Ausländerpflege, und gehen Sie in Intensivstation, vielleicht da sind nicht so viel. Das vielleicht haben Sie das gesehen. Jetzt kommt Ausländerpflege, wann haben wir gehört, dass diese Leute sind, examinierte Krankenpflegekraft in ihren Ländern, hat ihr Bachelor's gemacht, vielleicht Master's gemacht, könnte sein, und viele hat, meistens Leute hat in Privatinstitutionen gelernt. Das heißt, hat selber dieses Gebühren, was das Schulgebühren, alles selber bezahlt. Das ist Punkt 1. Und 2, was ist mit Ausländerpflege in anderen Ländern? Das ist eine Hoffnung für bessere Arbeit.
Deswegen vielleicht hat sie angefangen zu studieren und hat auch ein oder zwei Jahre investiert, zu B1 oder B2 ihre Sprache zu lernen. Und wir wissen, wie schwer für einen Ausländer, egal welche Fremdsprache, ist immer schwer. Wenn das durchkommt mit die, das und denn, dann geht mehrere schwer. Und wenn das kommt Dativ, Aktiv und unterschiedliche mehrere, dann geht mehr schwer. Das würde ich nicht mehr weiter sagen, aber das ist Realität der Sprache. Okay? Hat er ein oder zwei Jahre investiert, dann kommt mindestens Erfahrung ein oder zwei Jahre hat er in ihren Ländern gehabt. Das heißt, ungefähr 5 Jahre einer Flieger hat in ihren Ländern gearbeitet. Jetzt alles gut bestanden, er ist in Deutschland gelandet. Okay? Hier kommt eine Anerkennung. Das Anerkennung ist adaptiert, dass unterschiedliche Länder hat unterschiedliche Namen. Ich nehme weiter Anerkennung. Diese Anerkennung, wie lange das muss dauern? Frage an 1. 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre. Danach hast du examiniert, hast du in Examenprüfung gegangen, da bist du nicht bestanden. Da sind 10 Leute, 1 hat nicht bestanden, andere 9 hat gesagt, nein, ich bleibe besser als, ich nehme noch 1 Jahr Zeit und dann gehe ich zum Examen, zur Prüfung. Das passiert. Okay? Dann zweiter Punkt kommt, was ist das, das geregelt zusätzliche Theorie- und Praxisstunde. Ich würde gerne nicht so mehr Zeit nehmen, nur eine Probe. Ich hatte 2 Möglichkeiten. Ein ist Anerkennungskurs machen, noch ein ist im Krankenhaus die Kenntnisprüfung machen lassen. Ich habe Anerkennung genommen, ich habe eine Schule, 120 Stunden Schule in dieser Schule gelernt und ungefähr 350 oder Anfang war 600 Stunden für Praxis muss ich machen. Dann habe ich geschrieben, meine Frau ist eine Deutsche, das ist eine Unterstützung für mich. Er hat Master studiert, bitte gucken Sie noch. Dann hat sie 300 Stunden etwas weniger reduziert. Das heißt, 300 Stunden muss ein extra Fliegerkraft das Praxis machen. Frage wäre, warum? In United Kingdom, Großbritannien, Ireland hat nicht so viel. Warum denn Deutschland? Was soll das Besondere sein? Das ist eine Frage. Dann kommt weiter, hier ist wie viel Information ein Arbeitnehmer hat als Ausländerflieger. Vielleicht hat viel erzählt, hat er alles verstanden mit ihrer B1 oder B1-Sprache, was hat er in ihr Heimatland gelernt, ist auch eine Frage. Hat Arbeitgeber oder eine Gesundheitsministerium, eine Gesundheitsamt oder jemand hat versucht, dass alle Arbeitnehmer rest und Basisinformationen, wie dann Tarifs machen soll, was heißt Dienstleistungen im Krankenhaus, hat in eine unterschiedliche Sprache, zum Beispiel Deutschland hat 14 Ländern oder 20 Ländern bilateral Vertrag gemacht. Haben Sie das alles in Ihre Heimatland, diese Sprache Übersetzung gemacht? Eine Frage wäre. So, das ist unser Teil. Jetzt kommt, wann hast du diese 1 oder 2 Jahre Anerkennung gemacht? Was warst du? Du warst als eine Flieger, war als eine Fliegerassistent. Das heißt, er kriegt Fliegerstufe 5 und das Pace TVOD P5 Stufe 2. Das ist gleich als was eine unexaminierte eine Fliegerassistent kriegst, Geld. Und wie viele Jahre haben sie benutzt? 2 Jahre. Wer sind profitiert hier? Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Okay, dann gehen wir weiter. Ein Stück weiter. Okay, ich habe alles das gesagt, ich kriege mehr Geld als in meinem Land.
ich vermisse meine Familie, ich vermisse viele andere Sachen, aber ich bin jetzt bestanden. Was habe ich jetzt? Habe ich eine Unterstützung für meine weitere Sprachkenntnis? Weil Sprache und Kommunikation ist die Basis für eine qualifizierte Flieger oder Flieger, eine Basic for Quality Care. Was passiert? Wenn du examiniert hast, kriegst du eine Unterstützung für deine Sprache? Eine große Fragezeichen. Dürfen wir das machen als eine Fortbildung in ihrer regelmäßig? Ist auch ein Ausländerflieger vorhanden. Zweiter ist, wann hast du das bestanden? Was kriegst du Geld dafür? P7, Stufe 2. Das kriegt in Deutschland eine Fliegerkraft, wer hat direkt 3 Jahre studiert und angefangen hat. Ich als eine Fliegerkraft, ich heißt eine, zum Beispiel 7 oder 8 Jahre Erfahrung habe ich, was kriege ich? Ich kriege gleich. Warum haben Sie keinen Respekt für diese Erfahrung von anderen Ländern? Ist meine Frage. Und eine Twist ist da. Und ich bin eine Flieger von anderen Ländern, habe ich so viel. Ich habe meine Familie dabei. Egal was das ist, muss ich was bezahlen? Muss ich Steuerklasse 1 bezahlen? Das muss auch übernehmen. Zum Beispiel ein Flieger kommt als 35 Jahre alt, hat eine Familie. Ich erzähle meiner Kollegin, hat 38-jährige Frau, hat 1-jähriges Kind dahin gelassen, in die Philippinen sie hier gekommen. Und was hat das 1,5 Jahre, hat sie Angst zu durchreden und hat es nicht bestanden zu tun. Sie hat erstmal versucht, sie hat es verstanden. Alle anderen 10 oder 15 Kollegen haben gesagt, nein, ich gehe. Und du hast nicht geschafft, ich schaffe das nicht. Okay, mein Timing ist okay. Was ich sage ist hier, das ist das Problem. So, was meine Vorschläge ist, aktiv Sprachkurs als Fortbildung, Punkt 1, Informationsmaterial über alle Arbeitsbedingungen muss da sein und faire Entlohnung während der Anerkennungszeit und auch der entsprechende Erfahrung. Mit das, ich stoppe hier. Danke. Okay, vielen Dank, Santosh. Du hast ja einen super guten Rundumschlag schon gemacht. Ich hätte jetzt eigentlich genau das gefragt, was du gerade gesagt hast, was deine Lösungsvorschläge sind. Deswegen würde ich mal einen Punkt weitergehen und noch mal kurz an Karen übergeben mit der Frage, es gibt ja diesen Code of Practice der WHO, den Tine ja auch erwähnt hat, wo eine nachhaltige Gesundheitspolitik als Kernforderung drinsteht, neben den Schwellen für Migration, also die sogenannte rote Liste mit den Ländern, aus denen man nicht rekrutieren darf, ist das ja ein Punkt, der gerne mal übersehen wird. Was würde es bedeuten, wenn Deutschland diesen Code of Practice ernst nehmen würde? Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, finde ich, auch immer wieder interessant, dass eben diese Verpflichtung, die Deutschland dann mit diesem Code of Practice eben 2010, weil das ja schon auch eingegangen ist, eine nachhaltige Gesundheitspersonalpolitik zu gestalten, der kommt Deutschland ja offensichtlich nicht nach, weil das kann ja nicht sein, dass in den 10 Jahren seitdem so viel Gesundheitspersonal ihren Job aufgegeben hat, so viele frustriert sind, so viele eigentlich kurz vor einem Burnout sind, langzeitkrank geschrieben und wir vor diesem eklatanten Mangel an Gesundheitspersonal stehen. Wenn Deutschland dieser Verpflichtung nachkommen würde, das würde ja bedeuten, dass die sich für Arbeitsbedingungen einsetzen, die so oder solche schaffen, die so gut sind, dass junge Leute Lust haben, in Gesundheitsfachberufen zu arbeiten, dass dann eben bedarfsgerecht die Leute ausgebildet werden und dass sie dann auch Lust haben, langfristig in ihrem Job zu bleiben. Genau, da kann man sagen, das sind eigentlich ganz konkrete Sachen, die man dafür verbessern müsste. Das müsste einfach attraktiver gemacht werden. Das heißt, die Tarifbindung erhöhen, die Löhne auch vor allem eben aller nichtärztlichen Gesundheitsberufe
erhöhen, dann auch einfach verbindlichere Arbeitszeiten, sodass eben auch eine Vereinbarkeit mit Familie oder anderen Care-Aufgaben noch neben dem Beruf auch möglich ist. Genau, dann aber auch einfach eine bedarfsgerechte und irgendwie wissenschaftlich fundierte Personalbemessung, sodass eben die Arbeitsdichte nicht so hoch ist. Also das sind eigentlich, gibt es da ganz konkrete Sachen, die gar nicht so geheim sind, die eben umgesetzt werden müssen. Wir haben aber eben ein bisschen das Problem, dass das alles mit der Struktur des deutschen Gesundheitssystems, wie ich vorher schon meinte, eng verwoben ist. Und dass das in so einem System, was eben so durchökonomisiert ist, was eben teilweise privatisiert ist, gar nicht so einfach umzusetzen ist. Das heißt, da wird es in Deutschland, ist eben der Bedarf nach größeren Reformen und strukturellen Veränderungen. Da gab es in den letzten Jahren viele Bemühungen, sowas wie dieses Pflegebudget, also dass die Kosten für die Pflege am Bett erstmal aus den DRGs rausgenommen wurden und jetzt wieder kostendeckend finanziert werden. Das war, glaube ich, wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das könnte man jetzt zum Beispiel einfach ausweiten, dass man sagt, sämtliche Berufsgruppen, deren die Personalkosten werden erstmal aus den DRGs rausgenommen und kostendeckend finanziert, um da eben diesen Kostendruck schon mal rauszunehmen vom Personal. Weil wenn das jetzt erstmal nur eine Berufsgruppe ist, ich glaube, das hat viel gebracht in der Pflege, aber dann ist der Druck auf die Ärztin ist gestiegen. PflegerInnen müssen jetzt wieder nicht pflegerische Tätigkeiten wie Betten schieben oder sowas übernehmen, weil dann kann man wieder bei dem Personal sparen, was vorher die Betten geschoben hat, was natürlich auch ein total unverantwortlicher Umgang mit dieser knappen Ressource Pflegefachkräften ist. Das heißt, sowas müsste ausgebaut werden und letztendlich stehen wir dazu, dass man eben die DRGs überwinden müsste und wieder zu einer kostendeckenden Finanzierung von einer genau gemeinwohlorientierten Gesundheitssystem in Deutschland kommen müsste. Genau. Ja, vielen Dank. Das sind doch schon sehr, sehr viele konkrete Vorschläge, wo sich auch wirklich was verbessern ließe, wenn der politische Wille da wäre. Ich hatte, wie gesagt, auch noch ein paar brennende Fragen, die ich gerne an Tine und auch Santosch gestellt hätte. Würde aber gerne in Anbetracht der Zeit jetzt auch mal das Ganze öffnen und Ihnen als Teilnehmenden die Möglichkeit geben, ebenfalls Fragen zu stellen. Sie können das, wie gesagt, entweder machen, indem Sie das einfach im Chat tun, einfach Ihre Frage in den Chat schreiben und gerne auch an wen sie gerichtet ist, oder Sie melden sich einfach und dann können wir Sie sozusagen kurz mit auf die Bühne holen oder Sie, also mit oder ohne Bild, wie Sie gerne möchten. Hat jemand eine konkrete Frage und gerne auch an wen? Also ich kann jetzt leider nicht Chat und Teilnehmerliste gleichzeitig sehen. Ich sehe nicht, ob jemand sich gemeldet hat, aber im Chat. Ah, da geht's los. So, die erste Frage wäre, ist es nicht unwürdig, zur Lösung unserer Probleme Menschen aus ihrem Lebensumfeld zu locken, ohne sie angemessen als wertvoll anzusehen? Welches Menschenbild steckt dahinter? Diese Frage ist offen an alle. Ich kann leider auch nicht nochmal kurz gucken, wer das geschrieben hat. Möchten Sie dazu nochmal was sagen? Ansonsten würde ich die Frage einfach mal an die Teilnehmer mitgeben. Also die Frage nach dem Menschenbild, ich glaube, das ist eher ein Kommentar als eine Frage, aber gerne, wenn jemand aus der Runde darauf kurz antworten möchte. Ich habe einen kleinen Spitzenkommentar, der schließt an was Santosch gesagt hat. Ich finde es immer interessant, dass wenn eine Person schon im Anerkennungsprozess ist, dann wird gesagt, sie hat schon einen Defizitbescheid. Das ist dann so deutsches Bürokratiesprech. Das ist dann quasi die Ausgleichsmaßnahme, die jetzt ansteht, um die Defizite der einwandernden Person über viel zu viele Jahre zu kompensieren,
bis sie dann arbeiten kann. Und ich finde, da drückt sich auch so ein bisschen aus, so eine Arroganz und so eine, oder ein schlechtes Informieren, ja, ich weiß gar nicht, aber es drückt sich einfach darin aus, wie die Maschine dann mit den Leuten umgeht, die kommen. Okay, danke. Das ist tatsächlich eine gute zugespitzte Antwort. Genau, dann würden wir, Frauke, was denkst du jetzt weiter mit dem Chat? Wir haben auch eine Meldung. Wir haben zwei Handmeldungen. Ich habe jetzt zuerst Peter Hoffmann auf der Liste, dann Jan Cordes. Und mal kurz gucken, ich gebe Ihnen beiden die Sprecherlaubnis und hoffe, dass Sie sich an die Reihenfolge halten. Dann gerne Herr Hoffmann, bitte. Ich habe noch mal eine Frage, einfach nur eine beispielhafte Frage zu den Philippinen. Wenn einerseits gesagt wird, dass auf den Philippinen sozusagen absichtlich mehr, Entschuldigung, ist hier gerade laut, wenn einerseits gesagt wird, auf den Philippinen wird sozusagen absichtsvoll werden mehr Kolleginnen und Kollegen in der Pflege ausgebildet, um ihnen damit Gelegenheit zu geben, irgendwo in die Welt hin zu migrieren und dort zu arbeiten. Kann man ja so und so sehen, aber es ja, kann ja eine bewusste Entscheidung sein. Wenn aber andererseits gesagt wird, auf den Philippinen selbst fehlen 100.000 Pflegekräfte, wäre meine Nachfrage, wenn ich jetzt als Filipino auf den Philippinen zur Pflegekraft ausgebildet werde, muss ich dann quasi ins Ausland gehen, weil es gar keine Stellen gibt? Also warum fehlen 100.000 Pflegekräfte auf den Philippinen? Weil es für sie keine bezahlten Stellen gibt? Oder weil auf den Philippinen die Tätigkeit aus vielleicht, warum auch immer, dort niemand als Pflegekraft arbeiten will? Das fände ich nochmal einen interessanten Zusammenhang, um so eine bessere Einschätzung zu kriegen oder vielleicht auch für andere Länder gerne, aber um so ein bisschen eine Einschätzung zu kriegen, sozusagen wie groß der Druck für mich als Gesundheitsfachkraft in diesen Ländern ist, ins Ausland zu gehen, um besser zu leben, um besser arbeiten zu können. Ich glaube, Sie haben mich verstanden. Danke. Ja, vielen Dank. Sehr wichtige Frage, die sehr viele verschiedene Facetten hat. Wer möchte dazu antworten? Ich kann mir gut vorstellen, dass da mehrere Leute was zu sagen wollen. Santosch, bitte. Ja, was habe ich verstanden ist, danke Herr Peter Hoffmann, der verstanden ist, warum sind so viele in Philippinen, da sind so viele Freisteller noch in ihrer Gesundheitssystem. Ist das richtig? Ja. Das hängt in Indien auch, das ist das gleiche Problem. Einerseits, wann haben Sie nicht gelesen, ich kann auch Ihre 2022, das ist dieses Jahres, WHO eine Report hinschicken. Da steht, in wie viele unterschiedliche Bundesländer und auch unsere indische Regierung hat viele unterschiedliche Initiativen, neue Ideen gehabt, zu Pflegern zu anderen Ländern senden. Aber wann haben Sie unseren Bericht geguckt? Health Report, egal welche Health Report, das sagt, wir haben so viele Pflegesteller nicht ausgefüllt. Problem wäre, dass nach dem indischer Problem, nach dem 1991, wann wir haben Neoliberalismus ist angekommen in unseren Ländern, das ist Free Trade ist angestellt, da was passiert, alle dieses staatliche Arbeitgeber hat Stellung reduziert, Punkt 1. Punkt 2 sind, ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch, contractual workers, non-standard jobs. Wie sagt das in Deutsch? Vertragsarbeiter. Ja, das heißt, da sind
Momentan, da sind ein Programm in Indien, das heißt NRHM, National Rural Health Mission. Das sind angefangen in 2005 bis 2020. Wir haben ungefähr 80.000 Pfleger arbeitet nur für unter die städtischen Krankenhäusern mit 20% Geld, was ja, wenn du vergleichst mit einer städtischen Platz, zum Beispiel eine Pflege unter dieses Contractual kriegt nur 200 oder 300 Euro, als eine städtische Pflege kriegt 1.000 Euro. Diese Sachen hat deswegen Pflege in diesen Ländern, global Südländern, hat kein Interesse mehr zu Pflege werden in diesen Ländern. Aber da sind mehrere, nach dem 2002 in Indien, war überall, wann haben sie jeder Magazin geguckt, da steht, wo Amerika blockt indische Pflege. Es momentan UK und Deutsche blockt mehrere Pflege. Deswegen mehrere junge Leute hat angekommen zu Pflege. Das ist, aber für wem ist Frage? So, vielleicht habe ich etwas antwortet, warum das ist. Das hängt nicht nur mit, was haben wir diskutiert, das hängt mit larger Neoliberalism. Deswegen, vielleicht, ich habe auch das gesprochen, unteilbar, was haben Sie im Hintergrund gesehen? Wir sind alles, we all are dependent now. So this is highly independent, it became because of this changes. Sorry. Danke, Santosch. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was du sagen wolltest. Vielleicht kann Tine das nochmal ergänzen. Ich habe wahrgenommen, du wolltest auch kurz was sagen, richtig? Ja, kann ich gern machen. Weil, also ich bin gerade am nächsten dran in Brasilien, weil ich da Gespräche geführt habe. Deswegen spreche ich jetzt mal dafür. Da wird ja auch festgestellt, es gibt arbeitslose Pflegekräfte und überarbeitete Pflegekräfte zugleich. Und es gibt noch nicht so eine Kultur der Migration wie jetzt in Philippinen, wo es quasi manchmal Familien sich einfach entscheiden. Ein Familienmitglied wird ausgebildet und geht dann und unterstützt uns. Und ich habe dann gefragt, ja, wie ist es denn dann, wenn es mehr Pflegekräfte gibt, dann können die ja gehen. Und dann wurde mir aber von Verbänden, von Pflegekräften gesagt, naja, das finden wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, weil wir haben hier Regeln für die Mindestbesetzung in verschiedenen Einrichtungen mit Pflegekräften und die werden nicht eingehalten. Also die Stellen, die eigentlich vorgegeben sind, die werden nicht geschaffen. Und insofern ist es so ein Fall, der auch aus ganz vielen anderen Ländern berichtet wird, wo es gleichzeitig eine festgestellte Unterbesetzung gibt, aber eben Leute, die keine Arbeit finden. Und dann gibt es natürlich noch ganz daneben das mit den contractualized workern oder mit Arbeitsplätzen, die einfach zu schlecht sind oder wo man 3 Jobs ausfüllen müsste, um überhaupt über Wasser zu bleiben oder keine Sicherheit herrscht, die deswegen schwer zu besetzen sind. Oder in Lateinamerika beispielsweise kubanische Kräfte dann geholt werden. Also so wird das Problem dann verlagert. Okay, danke. Dann würde ich gerne Herrn Cordes die Möglichkeit geben. Ja, hallo. Kann man mich verstehen? Super. Ja, vielen, vielen Dank an das Panel, an die Runde für die tollen Inputs. Ich würde, glaube ich, so ein bisschen gerne die nochmal in Hinblick auf die Forderungen oder das, wie weiter die Diskussion so ein bisschen verkomplizieren. Ich teile ganz, ganz viele der Analysen, was sozusagen die, sage ich mal, Strukturprobleme im deutschen Krankenhaussystem, auch in den Herkunftsländern, ich kenne den Fall Philippinen tatsächlich irgendwie am besten, angeht. Genau, und gleichzeitig fand ich nochmal spannend auch, also vielen Dank auch nochmal für die persönliche Perspektive von eben Herrn Mahindra K. an der Stelle. Weil ich mich so ein bisschen frage, inwieweit denn sozusagen die Kritik oder die sozusagen an der Abwerbung von Gesundheitsfachpersonal so ein bisschen aber auch auf dem Rücken von den Menschen, die sozusagen ihre Migrationsprojekte jetzt in diesem Kontext eben gestalten wollen, darauf so ein bisschen hinausläuft. Ja, also genau, ich kenne das aus meiner biografischen Forschung mit
mit philippinischen Pflegefachkräften in Deutschland, die, glaube ich, sehr gut eigentlich genau diese Erfahrung auch analysieren, dass sie so ein bisschen selber als Lückenfüller in dieses System reinkommen. Genau, und gleichzeitig eben, also sozusagen, ich glaube, meine Forderungen wären sozusagen bessere Ankommensbedingungen, Unterstützung, klar, bessere Arbeitsbedingungen im deutschen Krankenhaus- und Pflegebereich, absolut auch, was die Frage sozusagen globaler Gesundheit und Entwicklung angeht, Forderungen nach Schuldenschnitt für die Herkunftsländer, Stärkung lokaler Gesundheitssysteme. Für mich läuft die Forderung nach sozusagen, also mal zugespitzt gesagt, einem Ende der Abwerbung von Gesundheitsfachpersonal so ein bisschen auf die Forderung einer Schließung von Grenzen hinaus, die ich gerne so ein bisschen problematisieren oder sozusagen verkomplizieren wollen würde. Vielleicht dazu würden mich eure Eindrücke auf jeden Fall interessieren. Danke. Ja, sehr wichtiger Punkt. Wer möchte darauf antworten? Vielleicht erst Karin, dann Tina. Ja, ich mache auch nur ganz kurz. Genau, also die Forderung wollten wir so eigentlich auch nicht stellen. Also dass wir sagen, wir wollen keine Migration von Gesundheitsfachkräften mehr oder wir wollen auch gar nicht mehr, dass da irgendwo abgeworben wird, sondern eben einfach in Frage stellen, inwiefern das eine Lösung darstellen kann, in Frage stellen, inwiefern das wirklich immer Triple Win darstellt und eben Forderungen aufstellen, wie das, wenn das gemacht wird, wie das gemacht werden müsste, damit es wirklich fair ist. Genau, ich glaube, das ist wichtig. Und gleichzeitig finde ich da auch immer, also klar, ich persönlich, ich würde sagen, wir heißen jeden willkommen, der dann hier herkommt. Und dann muss man eben im deutschen Gesundheitssystem gucken, wie wir mit irgendwie neu hinzugekommenen Kolleginnen zusammenkämpfen können, dass es eben besser wird. Gleichzeitig muss man ja sagen, die europäische und die deutsche Migrationspolitik ist auch jetzt schon, die ist ja alles andere als gerecht und fair und sondern da werden sich ja wirklich nur die rausgesucht momentan, die man gerade irgendwie gebrauchen kann, während, wie Felix das vorhin schon ein bisschen in den Kontext gesetzt hat, gleichzeitig an den EU-Außengrenzen sehr, sehr viele Menschen sterben und auch teilweise getötet werden. Deshalb finde ich das auch immer so ein bisschen zynisch, das quasi gleichzusetzen, jetzt so eine sehr auf Brauchbarkeit oder Nützlichkeit gedachte Migrationspolitik mit offenen Grenzen, genau, falls es verständlich war. Tina, bitte. Ja, das ist wirklich die Sache, so in der Gesamtkonstellation von Weltwirtschaftszusammenhängen und Mobilitätszusammenhängen, wie die gute, erfolgreiche Kampagne aussehen soll, weil ich stimme natürlich Herrn Cordes total zu, dass Menschen mit Migrationsprojekt sicher und gut und nicht ausgebeutet das durchführen können sollen. Alles andere wäre ja absoluter Unsinn. Und wir haben ja auch, in dem Positionspapier steht ja auch so einiges genau dazu, also Gleichberechtigung und Nicht-Ausbeutung aller, die kommen, natürlich. Allerdings müssen natürlich auch die gehört werden, die zurückbleiben oder die diese Chance nicht haben und die vielleicht einen anderen Blick darauf haben und die oft in diesen Deals nicht so berücksichtigt werden. Und was wir, als wir, ich und mein Kollege in Interviews gehört haben mit Rekrutierungsagenturen, mit Leuten in deutschen Behörden, mit Leuten im Ausland, war immer, warum gibt es denn nicht wenigstens eine Gegenleistung für unseren Sektor? Also danach wird, ich zitiere, eine Person aus einer Rekrutierungsagentur durch die Bank gefragt. Und das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wenn schon, dann darf es halt nicht so billig sein. Also es muss doch, es ist wieder, dass man es so billig wie möglich macht und auch man überlässt es dann dem Markt. Und in den Ländern, die ausbilden, überlässt man es dann dem Markt, dass private Ausbildungseinrichtungen aus dem Boden schießen, die das Migrationsversprechen haben und oft keine gute Qualität haben, statt dass es eine ordentliche politische Verantwortung gibt, in den Sektor zu investieren und den Herkunftsländern auch was zu geben und dass die auch was dafür bekommen. Danke, ist auch nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt, nämlich Kompensationsleistung für die Herkunftsländer. Santosch, ich habe das Gefühl, du möchtest auch noch was zu der Frage sagen. Genau.
Das kommt nur Migration, oder das ist eine gute Frage. Das Frage geht, ich gehe ein Stück hinten. Das heißt, momentan, das ist Import und Export, was haben wir gemacht, okay? Ganze, was wollten Sie Stock machen? Momentan, eine Human Ressourcen ist eine Commodity geworden, dass ein Mensch kommt als Arbeit, Gastarbeiter, arbeitet hier. Ist gleich, gestern hätte ich etwas nicht Schlaf gehabt, diese Deutsche Welle eine Migration geholt, da steht, diese rosa Blumen und Muttertag kommt von, woher kommt das? Das kommt vom Niederland. Dann hat er von woher kommt vom Niederland? Das kommt von China. Wir sind full independent. So Frage wäre, wie können das stoppen? Nie, dass da junge Leute in anderen südlichen Ländern hat Fliege studiert, weil diese USA, Großbritannien und andere Länder gesagt, wir brauchen euch. Sonst hätte ich nicht Flieger gemacht. Stop ist nicht eine Antwort. Und was können wir machen, ist Punkt 1, Regulation. Was heißt, egal was das passiert in diesen Auskunftsländern, dass privat diese Institution, zum Beispiel in den letzten 2-3 Jahren in Indien, das Studentenbehörden, das Student Charge Fees, hast 3-mal hochgegangen, weil da sind mehrere, das ist Punkt 1. Punkt 2 wäre, was Fair Relationship, wie können das bessere Ankunft, was hat andere, Peter und andere gesagt, das müssen wir konzentrieren. Die ganze Welt ist interdependent. At diesem Moment an, wann haben Sie Stop oder Nein gesagt, das geht direkt als eine Commodity. Was haben wir 1990 gelernt, 2000? Deswegen müssen wir vorsichtig sein, bevor etwas Fragen, diese Fragen kommt. Vielleicht habe ich meinen Ausdruck in Deutsch ausgesprochen. Dankeschön. Danke, Santosch. Nein, ich glaube, das war sehr verständlich. Der Ruf nach Regulierung dieses komplett unregulierten Marktes, vor allem der privaten Vermittlungsagenturen, die da extrem viel Profit mitmachen. Und das ist auch eine der zentralen Forderungen in dem Papier, bei dem auch Gewerkschaften übrigens beteiligt waren, die Mitglied der Deutschen Plattform für globale Gesundheit sind. Insofern sehr verständliche Forderungen. Meine Frage wäre, Frauke, wir haben noch eine Meldung eine direkte Meldung, richtig, und noch eine Frage im Chat. Genau, wir haben einmal eine Handmeldung von Natascha Pesilva. Und bevor ich jetzt Ihnen das Wort erteile, war noch die Frage danach, wie und wo könnte man sich denn am besten organisieren, um solche Forderungen, die jetzt geäußert wurden, am besten anzubringen? Vielleicht könnt ihr das mitdenken, dass ich weiß nicht, ob ihr direkt darauf antworten sollt, aber ich gebe jetzt auf jeden Fall die Sprecherlaubnis schon mal an Natascha weiter. Ich würde gerne die Frage im Chat hinten anstellen, weil das ja wirklich eine sehr zentrale und auch in Richtung Ausblick gedachte Frage ist. Und jetzt erstmal Frau Silva das Wort erteilen, bitte. Hören Sie mich? Ja. Ja. Erstmal vielen Dank für die Runde. Ich komme aus Brasilien und teilweise wurde meine Frage erwähnt, geantwortet, aber ich wollte als Brasilianerin etwas dazu sagen. Erste Anmerkung und Frage oder Anmerkung als Brasilianerin ist, dass ja natürlich finde ich ganz traurig, wenn brasilianische Pflegekräfte in öffentlichen von der Regierung oder von Steuer von den Bürgern an und sie studieren an öffentlichen Universitäten kostenlosen und dann gleich danach fahren sie ins Ausland und arbeiten nicht vor Ort. Das ist richtig schade, finde ich.
Und dann natürlich wäre eine Gegenleistung gar nicht schlecht, wenn es möglich wäre, besonders weil in Brasilien haben die große Kürzungen an für Bildung und so weiter. Aber wie diese Gegenleistung sein könnte, ist dann die Frage, die Möglichkeiten werden dann vielleicht schwer zu deuten. Die zweite Anmerkung, Sie haben schon erwähnt über diese große Profit, die Vermittlungsagenturen, Rekrutierungsagenturen haben. Und meine Frage wäre, wie sehen Sie, wie realistisch wäre eine Art von Regulierung oder Kontrolle von solchen Agenturen und ob es gerade eben schon etwas tatsächlich wirkt. Danke. Vielen Dank für diese beiden sehr wichtigen Fragen. Die Frage nach den Kompensationsleistungen, da kann vielleicht Tine noch mal ein bisschen was dazu ausführen, aber gerne auch zur zweiten Frage. Ja, bitte. Ja, ich kann mich den Bedenken mit den Kompensationsleistungen eigentlich nur noch mal anschließen und sagen, dass der WHO Code of Practice von 2010 das ja auch erwähnt und sagt, das soll explizit ausgewiesen werden und das müsste einfach auch, jetzt gehe ich fast auf die zweite Frage ein, es müsste einfach viel mehr über alles bekannt sein, über diese Deals und wer gewinnt was und wer wurde einbezogen. Ich glaube, das würde auch helfen, um da mehr Druck zu machen. Und bei den Rekrutierungsagenturen, das ist ja noch ein ganz großer Graubereich. Wir selber konnten nur mit welchen sprechen, die GütesiegelträgerInnen sind und die quasi die strategische Deluxe-Anwerbung machen. Das Einfachste wäre erstmal zu sagen, dieses Gütesiegel verbindlich für alle machen, weil es gibt jetzt meinem Gefühl nach immer noch auch die Anwerbung gerade in nicht die großen Krankenhäuser, sondern in andere Häuser, wo man pragmatischer vorgeht und wo das alles nicht klar ist. Und das ist einfach sehr bedenklich, dass es freiwillig ist, sich an gute Praktiken zu binden als Rekrutierender. Möchte noch jemand aus dem Panel dazu was kommentieren? Okay, dann würde ich jetzt noch mal die Frage anschließen, die schon sehr lange im Chat steht und die, glaube ich, auch angesichts der Zeit sehr gut passt. Ja, wir haben eine Menge wichtige Forderungen. Wie organisieren wir uns, um diese voranzubringen? Ja, schwierige Frage. Vielleicht hat aber jemand da eine kurze Antwort drauf sogar. Karin, bitte. Ich glaube, da ist eigentlich so ein, zum Beispiel so ein Netzwerk wie jetzt die Deutsche Plattform für globale Gesundheit total wichtig, dass eben wir aus verschiedenen Bereichen, wie jetzt, was weiß ich jetzt eher, ich aus der deutschen Gesundheitspolitik und da so zivilgesellschaftlich, Santosch, der eben viel auch in so Global Health Kontexten beim People's Health Movement dabei ist, Tine, die auch Global Health, aber ja aus so einer wissenschaftlichen Sicht macht, dann haben wir eben auch noch gewerkschaftliche VertreterInnen mit bei der Plattform. Also ich glaube, das muss auf ganz verschiedenen, in ganz verschiedenen Ebenen muss, glaube ich, dieses Thema einfach und dieser kritische Blick darauf muss da irgendwie bekannt werden. Und genau, dann kann man gerne sich zum Beispiel an die Plattform wenden, glaube ich, wenn man da dazu sich austauschen will. Und ansonsten eben wer selber in der Gewerkschaft ist, da irgendwie aktiv dafür eintreten, wer selber schon gesundheitspolitisch aktiv ist, da irgendwie dieses Thema ranbringen, weil das, glaube ich, überall so ein Randthema ist, aber nicht so richtig zentral. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das überall einfach reinzubringen. Mhm.
würde ich jetzt sagen. Santos, bitte. Ja, danke für diese Frage. Ich frage momentan, wie viel Union oder Fliegervereine sind da kümmert, diese Ausländerfliegefragen. Warum das so wichtig ist, komme ich. Zum Beispiel Verdi und GBD, da sind große Union, kümmert alle größere Probleme und auch Entgelt und alles. Aber für Ausländerflieger, so Mitglieder bekommen, ist das eine Schwierigkeit. Warum sage ich? Weil da das kostet 1% von Brutto, das heißt ungefähr 30 bis 40 Euro. Für Ausländerflieger als Gastarbeiter, das ist etwas schwer für das Geld geben. Deswegen hat er geht niemals mit Unionen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist mit dieses Betriebsrat, oder? In jedem Krankenhaus haben wir. Da sind auch viele unterschiedliche Probleme. Jeder Betriebsrat hat. Moment. Da sind nicht genug Flieger. Meine Sache ist, da sind zwei Möglichkeiten. Ich habe eine Präsentation gemacht an letzte Woche wegen. Ich habe gesehen, Großbritannien, Irland und Deutsche, da Unterschied. Da wäre dieses Fliegerkammer, hat das alles geregelt. So beste zum Beispiel Beispiel ist Irland. Irland hat eine Fliegerkammer. Du wirfst in Fliegerkammer, wann hast du bestanden Prüfung? Dann Fliegerkammer sagt, er muss dieses Geld kriegen soll. Er hat 7 Jahre Erfahrung. Er geht einen Vorschlag für eine Papiere bestanden. Er hat dieses Fliegerkraft, er ist als Fliegerkraft bestanden und er hat 7 Jahre Erfahrung in ihrem Land und er ist momentan als Vergleich in ihrem Tarifvertrag, das muss er kriegen soll. Das steht so vor. Ich geldweise meine ich, dass es eine Lösung sein. Aber was kommt andere Sachen? Was habe ich gesagt mit mehreren Informationen oder etwas? Vielleicht da sind auch eine freiwillige Leute kommt und schreibt etwas und bringt. Das ist schwer nach dem 100% Arbeit, weil gehen Sie im Krankenhaus. Gastarbeiter macht 100% Arbeit. Hat keine Privat. Ich finde, ein Projekt oder etwas bringt alle Informationen in unterschiedliche Sprache. Das geht mehrere. Knowledge is a Welt. Wann haben wir gute Informationen verteilt? Das könnte auch besser sein. Und dritter, so wichtiger ist Regulation. Wie viel hier Deutschland oder andere Länder kennt auch, wir haben so viele Flieger von anderen Ländern bekommen. Warum haben Sie eine Frage nicht gestellt und sagt, wie viel hast du gearbeitet? Das ist eine Rückmeldung. Vielleicht. Da sind 20.000 Flieger in einem Jahr, Maximum 2.000, 3.000 Flieger. Das können Sie hingehen und fragen. Das Deutschland, Bundesministerium kann das Initiative nehmen und fragen, was sind Ihre Probleme, können Sie das machen. Letzte Frage wäre, wir können zusammen Letter schreiben, eine Open Letter, so alle diese Beiträge, Nationalität, zum Beispiel Indien, Kerala oder Philippinen, was das Probleme sind. Da kommt auch politische mehr Hintergrund an. Das meine ich. Das alles geht mit unter Freiwilligkeit und unserer Initiative. Sonst, das bleibt so, was das ist. Danke. Okay, danke. Das war ein klarer Call to Action und auch nochmal ein Appell an die Verantwortung der Gewerkschaften an der Stelle, die ja aber auch schon echt sehr viele wichtige Arbeitskämpfe geführt haben, zuletzt beispielsweise am Uniklinikum Marburg, das ist dem einzigen privaten Uniklinikum in Deutschland, und dann einen Entlassungstarifvertrag erkämpft haben, gemeinsam mit den Beschäftigten. Es gibt auch wirklich tolle Beispiele für Arbeitskämpfe, wo sich auch wirklich auch gemeinsam mit migrantischen Beschäftigten sich gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen gewehrt wurde. Da muss man definitiv dran anknüpfen. Danke für diesen Punkt auch nochmal, Santosch.
Ich sehe jetzt, Herr Hoffmann hat sich noch einmal gemeldet. Dann würde ich sagen, dann gerne noch einmal und dann machen wir so langsam den Sack zu. Herr Hoffmann, bitte. Zur gewerkschaftlichen Frage. Müssten wir uns in der Gewerkschaft überlegen, wenn wir Forderungen entwickeln für diese Entlastungstarifkämpfe, also für eine Durchsetzung von Personalbemessungen tariflich im eigenen Haus oder eben auch allgemein, müssten wir, denke ich, ernsthaft darüber nachdenken, zusätzlich Forderungen zu entwickeln für verpflichtende Integrationsmaßnahmen, Unterstützung, Entlastung für Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland kommen und für die Teams. Es gibt da ja zum Teil auch Konflikte, weil es ist sprachlich schwierig und man hat keine Zeit für die Einarbeitung und schwupp kommt eine hässliche rassistische Bemerkung. Das hat ja auch einen strukturellen Anteil und ich glaube, wir müssen, kommt mir jetzt heute auch zum ersten Mal, ist eigentlich naheliegend und trotzdem kommt man nicht drauf, dass man sagt, wir müssen auch dafür Forderungen entwickeln und die in einem Stück mit so einem Entlastungstarifvertrag erkämpfen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir halt in unseren Reihen wenige Kolleginnen und Kollegen mit aktuellem Migrationshintergrund haben, weil aus naheliegenden Gründen. Ja, also die Kolleginnen aus dem Ausland, die hierher kommen zum Arbeiten, sind auch unter gewerkschaftlich Aktiven natürlich unterrepräsentiert. Und das hilft eben nicht bei der Bewusstseinsbildung. Danke. Danke. Karin, möchtest du darauf nochmal antworten? Nur kurz. Erstens natürlich totale Zustimmung, Peter. Ich finde es eine sehr gute Idee. Und ich hatte gehört, dass es tatsächlich in Gießen-Marburg, ich glaube leider nicht sonderlich konkret und so leicht einforderbar, aber dass es da im Entlastungstarifvertrag zumindest irgendwo auch mit drin stand, dass es eben Sprachkurse für die abgeworbenen Kolleginnen geben soll. Das wollte ich schon lange nochmal nachlesen. Vielleicht findest du das irgendwo. Aber das wäre natürlich total wichtig eigentlich. Ja, danke. Und auch von meiner Stelle Seite nochmal der Hinweis, dass wir in unserem Positionspapier genau diese Punkte aufgreifen, nämlich unter Punkt 3, Abwerbung muss in gute Arbeitsbedingungen führen. Da lassen sich nochmal 1, 2, 3 Forderungen genau zu dem Punkt auch durchlesen. Hier noch einfach nochmal der Hinweis, gerne das sich nochmal zu Gemüte zu führen. Okay, wir müssen so langsam dem Ende zukommen. Deswegen bleibt jetzt noch mir kurz so ein bisschen ein Schlusswort. Und ich würde gerne da auch einfach nochmal zwei tolle, wie ich finde, Zitate aus dem Positionspapier der DPGG anbringen und die werde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen in der globalen Ökonomie und des transnationalen Arbeitsmarktes kann die Abwerbung von Gesundheitsfachkräften vom einen Land in ein anderes Probleme in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung nur verschieben, statt sie zu lösen. Mit der Abwerbung von Gesundheitspersonal profitiert Deutschland von schlechten Arbeitsbedingungen und der Unterfinanzierung der Gesundheitssysteme in anderen Ländern und weicht der Verantwortung aus, die Arbeitsbedingungen im eigenen Land wirkungsvoll zu verbessern. Und ich finde, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, worüber wir heute geredet haben. Ich möchte auch noch mal sagen, das wird nicht unsere letzte Veranstaltung zu dem Thema sein. Ich habe gerade erfahren, dass das Papier auf Spanisch und Englisch übersetzt wurde, um diese wichtigen Debatten eben auch außerhalb von Deutschland und mit Partnern aus dem globalen Süden zu führen. Und wenden Sie sich auch gerne an uns, wenn Sie da Interesse an einem weiteren Austausch haben. Und ich möchte mich an der Stelle jetzt noch aus vollem Herzen bedanken bei unseren
drei ReferentInnen, Tine, Karen und Santosch, für ihre Beiträge und die Bereitschaft, auch dieses wichtige Thema voranzubringen. Ich möchte mich bei den Mitgliedern der DPGG bedanken, die an der Erarbeitung dieses Papiers mitgewirkt haben. Danke auch an Frauke und Nathanael für den Support und zuletzt auch allen TeilnehmerInnen für die rege Beteiligung. Sollten Sie noch, wie gesagt, noch weitere Fragen haben, Kommentare, Ideen, schreiben Sie uns gerne und wir freuen uns auf den weiteren Austausch. Vielen lieben Dank.